Ich bin hier in Wien, aber eigentlich bin ich schon nicht mehr in Wien. Ich stehe vor der UNO City, einer der vier globalen Machtzentralen der Vereinten Nationen. Eine Stadt in der Stadt, ein ortloser Komplex, der sich in Wien breit gemacht hat. Hier arbeiten 5000 Mitarbeiter aus 120 Nationen und sie arbeiten an einem Ziel. An unseren Parlamenten vorbei, über unsere Köpfe hinweg, am Ziel der vereinten Menschheit. Denn die UN ist nicht, wie ihr Name sagt, eine Vereinigung der Völker und Nationen, die sie verbinden und befrieden soll, sondern ein Projekt, das an einer geeinten Menschheit, einer grenzenlosen Welt arbeitet, in der globalisierte Konzerne einer riesigen, entmachteten Mischbevölkerung gegenüberstehen. Das haben sie zuletzt deutlich gemacht mit dem letzten Ausbrütung ihres globalistischen Geistes, nämlich dem UN-Migrationspakt. Das soll am 11. Dezember unterzeichnet oder per Akklamation perfekt gemacht werden in Marrakesch. Und du und ich, wir wurden nicht gefragt. Das Ziel des Paktes, so der SVP-Parteichef, ist eine Welt ohne Grenzen. Er ist weltfremd und skandalös und aus diesem Grund hat Ungarn ihn auch nicht unterzeichnet. Und es ist ein Skandal, dass Österreich, das Land, in dem 2017 diese Politik der offenen Grenze, der internationalen Machtzentralen, glasklar mit einer überwiegenden Mehrheit vom Volk abgewählt wurde, Anstalten macht, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Österreich schwankt. Die Politiker der FPÖ und der ÖVP schwanken zwischen ihrer Verpflichtung und Verantwortung auf nationaler Ebene, dir und mir, im Wählern gegenüber, und ihren globalistischen, supranationalen Loyalitäten. Und die Entscheidung, ob der Pakt unterschrieben wird von Österreich, die fällt nicht im Parlament, sondern auf der Straße. Wir müssen unseren Politikern zeigen, dass das Unterschreiben des Paktes für sie auf nationaler Ebene viel größere Konsequenzen haben wird als auf internationaler Ebene. Der Reputationsverlust in globalistischen Zirkeln wird nicht so schwer wiegen wie ihr Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Denn wenn sie diesen Pakt unterzeichnen, dann verraten sie die Wahl von 2017, dann treten sie die Werte, für die sie gewählt wurden, in den Staub. Das darf nicht passieren. Denn weltweit erleben wir ein Aufwachen der Völker gegen den Globalismus. Die ganze Welt, ganz Europa, schaut in dieser Stunde auf Österreich, ob es möglich ist, dass ein Volk sich die Macht zurückholt in seinem eigenen Land und die erste große Probe, ob es wirklich eine Veränderung gegeben hat in diesem Land durch die Demokratie, wird die Frage sein, ob Österreich diesen Pakt unterzeichnet. Wir wollen das nicht. Und wir wollen eine andere Zukunft. Wir wollen eine Zukunft, die anders ist, als sie hier hinter mir täglich ausgearbeitet und ausgefeilt wird. Ich will haben, dass mein Land, mein Österreich, seine Einzigartigkeit, seine Identität, sein Volk und seine Kultur behält und nicht in einem großen globalen Migrationsstrom untergeht. Und dafür möchte ich am 4. November auf die Straße gehen und ich lade dich ein, mitzukommen. Am 4. November demonstrieren wir hier mit Freunden aus ganz Europa im Rahmen der Initiative UN-Migrationspakt stoppen gegen genau diesen Pakt und erinnern die Politiker daran, wer sie gewählt hat. Ein Volk und keine globale Bevölkerung, wem sie verantwortlich sind, einem Land und keinem Gelände und wen sie vertreten, Österreich und nicht die Vereinten Nationen. Also seid dabei am 4. November bei der großen Demonstration vor der UNO City und zeigen wir dieser globalistischen Bürokratenkaste das, wovor sie am meisten Angst haben. Freie Bürger freier Völker.